So. Gibt's hier irgendwo Waffen? Ich hätte gern noch eine Schusswaffe. Eine neue. Pasta. Give it to me, baby. Oh, mein Arsch habe ich noch eine. Hebe ich mir vielleicht dann auf ein bisschen. Give it to me, baby. Hier ist nix. Und da um die Ecke steht der Zombie. Oh, was haben wir hier? Noch ein Helm, einen schwarzen Helm. Was habe ich, einen Helm? Ich denke, mein Helm, den ich momentan habe, der passt besser zu mir. Ich brauche jetzt auch nicht mehr alles so krass aufzusammeln, wie ich das vorher gemacht habe, weil ich meine, wie gesagt, wenn sowieso alles gelöscht wird Anfang Dezember, dann brauche ich auch nichts, nicht alles aufzusammeln. Da kann ich auch ein bisschen was für die anderen Spieler übrig lassen, da können die auch mal noch die... Warum zur Hölle ist in den Quarantäne-Arealen kein Zombie drin? In dem anderen Militärstützpunkt, Camp Splinter hier, sind in diesem Quarantäne-Areal Zaun-Dingern tatsächlich Zombies drin. Irgendein Zombie? Nö. Hinter der Mauer. Was haben wir hier? Bandagen. Das ist okay. Gerade mal nehmen. So. Ups. Oh, na toll. Hier, bitte. Baby. So. Okay. Wollte eigentlich noch in das andere Zelt hier rein. Waffe? Nee. Pasta. Basta la mamma. So. Neue Waffe habe ich jetzt aber trotzdem nicht. Nur Pasta. Pasta, Pasta, Pasta. So sähe es wohl aus, wenn die Zombie-Apokalypse in Italien ausbricht. Pasta, Pasta, überall Pasta. Nichts gegen Italien, ganz ehrlich. Je nachdem, wie zubereitet und mit welcher Soße und so weiter, mag ich Pasta sehr gern. Und ich fucking liebe Pizza. Mein Gott, ich glaube, es gibt nichts Geileres als Pizza. Ein Hütchen. Also irgendwie die Fallgeschwindigkeit könnten sie auch noch mal überarbeiten. Soldatenklon. Soldatenklon-Zombie. Klon-Soldaten-Zombie. Was auch immer. Da vorne ist doch dieses... Ist da nicht dieses komische... Safehouse-Gedöns? Der PvP-Spot überhaupt? Ich gehe da jetzt einfach mal ganz leichtsinnig oder mutig, nennt's wie ihr wollt, mal rein. Wenn ich's finde... Ach, da oben ist noch das Dach, da könnte auch noch was drauf sein. Ey, C-A-B! So. Ist es da? Ja, genau das ist es. Also wie gesagt, falls es euch stört, mein Gewechsel zwischen First und Third Person, sagt mir einfach Bescheid. Beim Kämpfen werde ich immer, egal was ihr sagt... Oh, ein Spieler. Ich
frag mal schnell Friendly. Gut, ein habe ich eben mit meinem Italien-Gelaber gar nicht so falsch gelegen. Das war sich Tropp jetzt einfach die Waffe hier. Bringt ja eh nichts. So, zack. Braucht er mich auch nicht zu töten oder so, wegen der Waffe. Ja, das ist Velonica IT, also Italien. Alle Zombies fangen. Oh, Zombies getting down. Zombies getting down, 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 down. Getting down with a zombie. Und Fernglas, das 100.000ste. So, ich will aber eine neue Schusswaffe. Egal, ob es eine Handfeuerwaffe oder sonst was ist, eine richtige große Wumme. Ist mir echt voll egal. Hauptsache, ich kann schießen. Drauf liegt gar nichts, scheinbar. Überlebe ich das? Keine Ahnung. Ja, sogar unbeschadet. Also habt ihr gesehen, wie schnell ich da runtergefallen bin? Also irgendwie... Das wirkt noch sehr unrealistisch irgendwie. Da drin ist einer, oder? Nee, aber ich gehe von der Seite rein. In dieses komische Gebäude hier. Manche von euch werden dieses Gebäude, diesen Ort auch kennen. Denn das ist das Gebäude, vor dem sich der Trailer zu The War Z abgespielt hat. So. Vielleicht gibt's da drin noch eine Waffe. Na toll. Ja, konnte ich immer. Ich weiß nicht, die Schritt-Sounds sollten dringend überarbeitet werden auch. Das hört sich ja natürlich auf Metall laufen. Und ich schleiche ja eigentlich. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht gleich direkt. Painkiller überall. Kann ich auch mal nehmen. So. Hier oben muss man immer total vorsichtig sein. Gut, ich meine, jetzt sind drei Spieler außer mir auf dem Server, also von daher brauche ich jetzt hier nicht so die Vorsicht walten zu lassen. Aber normalerweise hat sich hier eigentlich immer eine kleine Gruppe von Spielern eingenistet, die das Ding, dieses Haus, kostet es was es wolle, bewachen. Ja, warum kann ich die Kisten nicht öffnen? Das ist scheiße. Da sind bestimmt tolle Waffen drin, aber ich kann sie nicht benutzen, weil ich zu dumm bin, um meine Hände zu benutzen. Naja. Ja, weil normalerweise kommt man gar nicht so weit, wie ich jetzt hier bin. Also, oder, sagen wir so, man kommt oft nicht so weit, wie ich jetzt hier bin. Steht in der Schuhe? Tatsächlich, und hier auch. Wenn man halt vorher einfach niedergeschossen wird. Ich hatte es allerdings auch schon erlebt, dass sich welche ganz oben eingenistet hatten.
Und man hat dann schön von alles von unten aufgesammelt, was da war. Ist weiter nach oben gegangen. Was ist denn das? Aha, durch die Wand, alles klar. Ja, hat dann schön alles von den unteren Etagen aufgesammelt. Ist nach oben gegangen und hat dann gerade mal schön den Banditen alles vor die Haustür geliefert quasi. Joa. Eigentlich gar keine schlechte Taktik. Hier kann man auch hoch, die Feuerleiter. Ja, pass auf, der kommt jetzt ganz nach oben. Was dann doch leicht unrealistisch ist, weil ich meine, ich finde die Zombies teilweise wirklich zu intelligent. Die sind noch zu wenig Zombie-like. Oh, noch ein Fernglas. Ohne Überraschung. Sag mal hier, Lagen. Ich habe einmal, als ich hier in dem, durch das Haus gelaufen bin, 3 Waffen gefunden. 3 Shotguns. Irgendwie. Boah, bin ich erschrocken. Scheiß Vogel. Blöd, dass es nur ein Vogelsound ist und kein richtiger. So, vorsichtig. Und kein richtiger Vogel. Und hier ist ja echt gar nichts mehr. Ja, wie gesagt, blöd, dass es nur ein Vogelsound ist und kein richtiger Vogel. Den kann man dann auch nicht mal töten. Wo ist denn diese ganze Ausrüstung? Hier war doch mal irgendwo alles voll mit so Militärausrüstung und keine Ahnung, so diese Funkstation und alles. Oder war das auf einer tieferen Etage? Hallo? Gibt's ja gar nichts mehr. Das ist ja wie Weihnachten mit dem Zalando-Mann. Schuhe gibt's, aber ansonsten nichts. Na gut, ich meine, immerhin ist hier noch ein bisschen Einrichtung. War da was? Oh, Energy-Drink. Apropos, ich könnte mal wieder was zu mir nehmen. Und machen wir mal Thunfisch und Wasser. Bei Wasser und Thunfisch, denn Thunfische gehören ins Wasser. Okay, der war schlecht, aber was soll's. Wie ausgestorben hier alles. Mann. Das ist ja doof. Was Neues gespawnt vielleicht? Nee, auch nicht mehr. Ja, komm, Zombie. Willst mich verarschen? Du kannst mich nicht durch Wände sehen. Arschloch-Zombie. Wo gehen wir dann hin? Vierchick. Okay, Velonika und Vierchick. Moment, da bin ich eben gewesen. Da war ja nichts. Ich kann ja nochmal gucken gehen, aber es gibt noch irgendwo so ein Hotel. Aber da liegt auch nicht viel drin. Vor allem keine Waffen. What's up? A-C-A-B. A-C-A-B. So. Bam. Der ist auf jeden Fall total tot. Zombie abschauen. Boah, Tacke. So, komm her. Bitch. Was geht ab? Hey Mann, ich bin ein Pro. Schlag dich nieder.